Ey, lass mal ein Thema wechseln. Golden Sun, hey! Ja, Golden Sun einfach. Komm, fuck it. Komm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir aufgehört haben. Barbies Palast. Barbies Palast. Ah ja, doch, wir haben das Turnier gewonnen und jetzt geht's raus. Ja. Hi. Bis zum nächsten Kolosse wird niemand mehr in diesem Schlafsaal übernachten. Trotzdem müssen wir ihn ständig sauber halten. Ah, wow. Genau, wir haben das Kolosse gewonnen. So, und jetzt kriegen wir was vom König geschenkt, deswegen. Ich hoffe, der König war hier. Doch, sieht gut aus. Ja, Thronsaal. Jawohl. Ich habe auf dich und deine Freunde gewartet, Isaac. Ich habe hier gewartet, weil ich mit dir reden muss. Es lässt sich nicht so gut sprechen, wenn du so weit wegstehst. Komm hierher. Die Kämpfe bei Kolosse waren spektakulär. Es war äußerst befriedigend zu sehen, wie Barbies Favorit den anderen die Show gestohlen hat. Iorim, bring ihm die Siegesprämie. 10 Gold. Jawohl, Sir, sofort. Die wurde gestohlen. Isaac erhält Köderkappe. Was? Eine Mütze. Übrigens, Isaac, geht es dir jetzt besser? Ja, ich habe ausgeschlafen. Alles gut, fein. Na, die selbstheilenden Kräfte der Jugend. Und das nach so einem schweren Kampf. Wer hätte von den Kriegern, die mich gerettet haben, schon viel weniger erwartet? Genug der Schmeicheleien, kommen wir zum Punkt. Warum wurden wir gerufen? Welch Unverschämtheit! Was erlaubst du dir so mit Barbie zu sprechen? Lass nur, Iorim, richte dich zu voreilig. Wie sagtest du, wirst du genannt? Er spricht mit dir, Garrett. Ah, genau, Garrett. Wir werden alles erklären. Wir haben beabsichtigt, dir und deinen Freunden für die Rettung Barbies zu danken. Ich weiß immer nicht, wer von den beiden spricht, weil das Bild fast gleich aussieht, finde ich. Aber es scheint, das wäre Dankbarkeit nicht genug. Ich habe Iorim über alles unterrichtet. Was meint ihr mit alles? Ihr wünscht doch mehr über Lemuria zu erfahren, oder? Ja. Ja, in der Tat. Euer Verlangen strahlt so hell wie der junge Tag. Ich habe zum ersten Mal Psi-Energie gesehen. Es ist eine unfassbare Kraft. Ich habe meinen Tarnball benutzt, um ihm Psi-Energie zu demonstrieren. Der Tarnball? Niemand sonst konnte es sehen, aber ich wusste, dass während des Turniers etwas Eigenartiges von Isaac ausging. Out of Heathers. Es war ungewöhnlich, dass eine solche Kraft im Kampf eingesetzt würde. Das muss dir nicht peinlich sein, Isaac. Auch Psi-Energie ist die Kraft eines Kriegers. Die Schummelpausen, ne? Ich war schockiert, als ich zum ersten Mal von euren Kräften erfuhr. Ich dachte, ihr wärt Lemurianer. Lemuren. Ihr habt nun Lemuria schon mehrmals erwähnt, Barbie. Was genau ist es? Das ist die Stadt einer uralten Zivilisation. Weit draußen auf der See. Vor vielen Jahren, etwa zur Zeit der großen Flut, reist die Barbie nach Lemuria. Reptilienmenschen sind also echt? Ja, natürlich. Ich verstehe. Denn ich verstehe nichts. Die große Flut ereignete sich, als ich mit Lunpa unterwegs war. Lunpa? Ihr meint Lunpa, den Dieb? Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Denn das alles geschah vor Hunderten von Jahren. Matt? Wollt ihr sagen, die Gerüchte über euch sind wahr? Oompa Loompa? Baden erwähnte eines den Stein der Weisen. Glaubst du, es hat damit zu tun? Ne. Voller Zufall. Wie, sag nicht, du hast das schon vergessen. Ja.
Er beherrscht alles, kann alles in Gold verwandeln, die Werte Unsterblichkeit. Na, klingelt's jetzt? Nee. Ihr wisst das auch vom Stein der Weisen. Ich befürchte aber, dass ich ihn nicht habe. Es ist der lemurianische Trank, der mich so lange leben ließ. Der lemurianische Trank? Es ist ein magischer Trank, den einst die Bewohner von Lemuria zu sich nahmen. Und allein sein Genuss stoppt den Alterungsprozess? Kann er das bewirken? Er sieht es ja anscheinend. Präziser gesagt, verlangsamt er den Alterungsprozess. In Lemuria ist der Tod sehr wohl bekannt. Doch besucht er nur jene, deren Sinne nach Jahrhunderten der Nutzung versagen. Benutze das Volk von Lemuria Psi-Energie, so wie wir es tun? Ihr habt diesen Trank, Barbie. Daher konntet ihr so lange leben. Und reich genug werden, um Tolmi zu regieren. Worauf willst du hinaus? Worin liegt die Absicht, jeden die Alchemie studieren zu lassen? Langsam frage ich mich auch, das auch. Was hofft ihr zu erreichen, Barbie? Ah, hätte ich wahre Unsterblichkeit erlangt, gäbe es keinen Grund für diese Forschungen. Bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Ich hatte diesen kostbaren Trank, doch langsam geht er mir aus. Ihr habt es alle gesehen, es war nur noch wenig davon in der Höhle. Wie lange reicht er noch und was geschieht, wenn er aufgebraucht ist? Er kann jeden Tag zu Ende gehen, dann hat auch mein Leben ein Ende. Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt? Wir müssen so schnell wie möglich nach Lemuria. Es ist sinnlos. Was in aller Welt meint ihr mit sinnlos? Wir können Lemuria nicht finden. Aber ihr sagt doch eben, es läge weit draußen auf der See. Untergegangen wie Atlantis. Wenn wir das Meer absuchen, werden wir es sicher finden. Ich habe schon so viele Schiffe auf die Suche nach Lemuria geschickt. Das muss gewesen sein, lange bevor ich bei euch war. Dennoch habt ihr versagt. Ich brauchte mehr von dem lemurianischen Trank. Aber ich konnte Lemuria nicht finden. Warum hattet ihr den Zusammenbruch in der Höhle, wenn ihr doch noch genug von dem Trank hattet? Ich habe ihn rationiert, aber diesmal habe ich zu viel Zeit zwischen den Einnahmen verstreichen lassen. Ihr habt versucht, ihn länger zu bewahren. Ich habe mich so bemüht, Lemuria zu finden, bevor der Trank ausgeht. Und der Grund, warum ihr uns sprechen wolltet, hat mit Lemuria zu tun? Genau. Ich will, dass ihr Lemuria findet. How? Wie sollen wir das machen, wenn du schon zigtausend Schiffe geschickt hast, die es nicht gefunden haben? Dann laufen wir jetzt dahin. Wir laufen vor allem übers Meer. Ha, guck mal, ich bin Jesus. Oh, guck mal, da ist Lemuria. Easy. Na klar. Also. Ich kann Lemuria nicht vom Wasser aus finden. Vielleicht aber von der Luft aus. Ha? Jetzt soll ich auch noch fliegen. Ja, klar. Ich kann es nicht länger verbergen. Ich bin ein Vogelmensch. Nein, ich lasse den Leuchtturm errichten, um nach Lemuria Ausschau zu halten. Wie? Aus diesem Grund lasst ihr den Leuchtturm bauen? Nein, das ist noch nicht alles. Ich muss ihn auch wieder zurückfinden, deswegen muss er da hochstehen und leuchten. Wir haben im Ozean südöstlich des Leuchtturms etwas erspäht. Genau an der Stelle, an der wir Lemuria vermuten. Ohne Zweifel etwas Gefährliches. Was ist es? Etwa Monster? Mit denen können wir schon fertig werden. Das mag schon sein. Wie auch immer, da ist etwas, das mir größere Sorgen bereitet. Was ist das, Milord? Kein Seemann war in der Lage, auf dem Meer seinen Kurs zu halten. Ihr scherzt. Ihr meint, sie können nicht mal geradeaus fahren? Ist da etwas, das die Entfernung oder Richtung verzerrt oder so? Die Strömung dort kann den Kurs eines Schiffes stark beeinflussen. Also wird der Leuchtturm ein Orientierungspunkt für die Schiffe sein. Wie gelang es euch, nach der Flut Lemuria wieder zu verlassen, Barbie?
Das ist es ja, Garrett. Ich habe das Meer auf einem limurianischen Schiff überquert. Ich hege die Hoffnung, dass ihr es steuern könnt. Aber warum wir, wenn euch doch so viele starke Soldaten zur Verfügung stehen? Keiner von ihnen verfügt über die Macht der Psi-Energie. Man muss also über Psi-Energie verfügen, um das Schiff steuern zu können. Das würde bedeuten, dass Barbie ein Adept ist, nicht wahr? Nein. Würde es nicht. Weiße, keine normale Person könnte den Tarnball benutzen. Während meines Aufenthalts in Lemuria habe ich ein wenig Psi-Energie gemeistert. Okay. Kleine Weisen, pass auf, gleich kommt Edward Elric, Harry Potter und Nicholas Flamel vorbei und wollen dich haben. Mit dem bisschen, was ich gelernt habe, konnte ich das Schiff steuern. In diesem Falle könnte ich das Schiff vielleicht segeln. Nein, es muss ein Adept sein. Was sollen wir tun, Isaac? Willst du tun, was er verlangt? Wenn ihr meiner Bitte nachkommt, werde ich euch jeden Wunsch erfüllen. Man sollte keine Versprechen geben, die man vielleicht nicht halten kann. Ich habe in letzter Zeit nicht nur meine eigenen Wünsche bedacht. In diesem Fall könnte ich euch mit einem Füllhorn an Dingen versorgen, die ihr sicher sehr nützlich finden werdet. Barbys Angebot ist sehr großzügig. Ihr werdet es doch in Betracht ziehen, zu gehen, oder? Oh du, nee, gar keinen Bock. Nicht jetzt, wir müssen noch vor Felix und den anderen am Leuchtturm sein. Der Leuchtturm? Meint ihr den Venus-Leuchtturm? Es scheint, als könnten unsere Ziele auf dem gleichen Pfad erreichen. Auch ich muss zum Venus-Leuchtturm. Aber wir können nicht zur Spitze des Venus-Leuchtturms gelangen, oder? Was ist denn der Venus-Leuchtturm jetzt wieder? Diese Adepten können vielleicht das Rätsel lösen, das uns den Weg versperrt. Oh, ein Rätsel. Na toll. Ja, das war's dann mit Golden Sun. Leider komme ich nicht mehr. Rätsel. Ha! Ah, ich verstehe. Dieser Gedanke kam mir noch nicht in den Sinn. Isaac, gehe mit Iodem und dem zum Venus-Leuchtturm. Nein? Keine Sorge. Ihr könnt euch zuerst um eure Angelegenheiten kümmern. Jid! Dingel. Ich verstehe. Wenn sie das Rätsel des Leuchtturms lösen können, erfüllt sich dadurch auch unsere Wünsche. Dann können wir also nach Lemuria suchen, nachdem sie ihren eigenen Auftrag erfüllt haben. Das ist annehmbar. Nein. Wenn ihr noch Zeit braucht, um euch zu entscheiden, so nehmt sie euch ruhig. Auf jeden Fall werdet ihr meinen Beistand brauchen, um den Leuchtturm zu erreichen. Ich werde alle Vorbereitungen treffen, damit ich jederzeit für die Abreise bereit bin. Ich gehe nur, um alle Vorbereitungen zu treffen. Dann könnt ihr euch alle an der Passage von Gondovan treffen. Passage von Gondovan, Chat, bitte merkt euch das. Eine brillante Idee. Noch etwas, ich möchte, dass du dir eine passende Belohnung überlegst. Ja, ich werde mich auch darum sofort kümmern. Ich werde auf euch an der Passage warten. Gondola-Passage, Gundula-Gause-Passage. Eure erste Aufgabe sind die Rätsel des Venus-Leuchtturms. Ich wollte gerade Vulva-Leuchtturm sagen. What the hell? Ich zähle auf euch. Wie komme ich denn auf den Vulva-Leuchtturm? Der Leuchtturm, der in die Vulva... Hey, Moment. Ich bin schon still. So, Gundula-Gause-Bucht. Passage. Dings. Ich habe legit vergessen, wie das Bums heißt. Das Bums. Daddy, das Bums. Na gut, sind wir full life? Wie war denn das? Nee, hier. Da, ja, ein bisschen MP fehlt. Da ist okay. Warte mal, wir haben eine Mütze bekommen. Isaac. Köderkappe. Also. Ah. Erhöht Zufallsbegegnungen. Moment.
Das wollen wir nicht. Verteidigung plus 20. Oh wow. Die ist sogar echt nicht gut. Das ist unsere Belohnung gewesen. Das ist ja frech. Wo war denn die Map? Da. Passage von Gondwan, südlich also. Aber wo ist der Leuchtturm? Docks von Toll. Passage von Gondwan. Das sind die Docks, oder? Ja. Jetzt erstmal wieder orientieren auf dem ganzen Bums hier. Das wird die Passage sein. Passage von Gondwan. Nein, ich habe auf dich gewartet, Isaac. Wir sollten so schnell wie möglich zu Barbys Leuchtturm gehen. Nein, das wollte ich nicht. Ja, aber ein Leuchtturm steht ja irgendwo an der Küste in der Regel. Das heißt, ich muss in die andere Richtung gehen. Der Typ hilft mir ja gar nicht im Kampf. Das ist ja kacke. Ha. Brauchen wir wirklich zwei Durchgänge für so einen Gegner? Yeah. Der Kobold! Ein frecher kleiner Kobold greift mich an. Gefrierbrand. Wir setzen also Kühlbeutel ein. Oder einfrieren ohne Kühlbeutel. Was ist Gefrierbrand eigentlich? Es heißt aber, wenn Essen Gefrierbrand hat, dann sollte man es nicht mehr essen. Woran erkennt man, dass etwas Gefrierbrand hat überhaupt? Ich habe definitiv schon Dinge gegessen, die Gefrierbrand hatten. Weil ich nicht mal weiß, was das ist. Einfach alles töten. Gibt EP. Und Geld. Und nochmal hier gucken. Nee, okay. Das ist eine Landzunge. Passt. Fump, fump, fump. Warum? Ach, kann man auch Outfight machen, ne? Den Heal. Naja. Das machen wir nämlich so. Hier, Isaac, du kannst dich doch selbst heilen, oder? Ja, komm, mach's dir nochmal, alles gut. Ist ja nicht mal billiger, das Große. So. Suhala. Wachstum. Da ist ein Kind. Hi. Warum greifen die Sandstämme Menschen an? Es ist so, als wären diese Sandstämme am Leben. Da ist eine Truhe. Warte mal. Ab. Kann ich nicht die Kiste da? Hm. Das war jetzt alles, dass ich da hoch bin, der Zero. Wie komme ich an die Kiste da? Herzlich willkommen in Suhala. Werde die Sandstürme waren schrecklich. Die Sandstürme, ja, ja. Nirgends was sein. Wetten? Na, toll. Oh! Doch, wir haben Geld gefunden. Ja. Euer Wasser ist ein bisschen, unsauber. Hallo! Wir haben genau das, was du brauchst. Das sehen wir noch, ob du das hast. Das meine ich alles nicht. Kann ich bei dir Dinge verkaufen? Halt Vergiftung.
Brauchen wir eigentlich nicht, actually. Nicht verkaufbar. Aktiviert Frost. Handschuhe. Andere Münze aus Toll. Wie verursacht Schaden durch Klauen? Gott. Warte mal, verstärkt Verteidigung. Was sagt Schaden durch Dornen? Verstärkt Verteidigung. Er hatte die höchste Verteidigung. Das sieht man nicht, ne? Status. Verteidigung, Verteidigung. Da 112. 102, Isaac. Du bist dann auch ein Lappen, ne? Hey, Ivan. Eigentlich. Oh, das war doch Ivan. Der 102er, ja, ja. Achso, der hat die jetzt einfach nur. Ihr benutzt die mal. Also. Na, ja, plus 2, immerhin. Lebenswasser Spieleticket. Hast du alles ausgerüstet oder kannst du es nicht abgeben? Growly, hello, hello. Was ist das? Flüstersamen. Das hat Schaden nicht. Das benutze ich nicht. Das können wir doch alles verkaufen. Wer hatte den jetzt? Da, guck mal. Alle drei. Ja, ja, nimm. So, was hast du denn so? Vergiftungen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben den Spell der Vergiftungen halt. Alle KP wieder. Was ist das für ein Huhn? Hebt PP Maximum an. Ach, guck an, Keks. Das ist durchaus brauchbar. Dann wirft einen Hyperball auf Growly. PP 153. Oh, wow. Garrett. Du hast ja gar keinen PP. Das darfst du selber benutzen. Du hast das Ding ja auch. Naja. Oh, ist ein bisschen hoch. Was haben wir hier? Die Köderkappe. Die kommt weg. Flüstersamen und Köderkappe direkt verkaufen. Das ist Papalapap hier. Oh. Actually, anscheinend ist die was wert. Gibt es nicht irgendwie eine Kiste, wo ich das alles mal einlagern kann? So eine Bank? Und die Klauen. Ja, weg damit. Da, Teil Täuschung, Lähmung und Schlaf. Das war eher wichtig. Alle KP. Für die besiegte Freunde. Habt ihr das alle dabei? Ah, alle, die keinen Wiederbelebungsspell haben. Stimmt. Isaac hatte den Wiederbelebungsspell ja, ne? Ja, wir haben ja jetzt Phönix. Perfekt. Und hallo, Frettchen. So. Ist irgendwo ein Shop für Waffen? Und Witz, na gut. Und trinken. Ist mir egal, wer dein Vater ist. Wenn ich angle, läuft hier keiner übers Wasser. Ball wackelt einmal, zweimal Mist. Will die Pokémon nicht entkommen? Nein, kein Growly. Der war nicht bad, der wissen, naja. Ihr wurdet durch einen Sandsturm nach Suhala getragen, oder? Nein. Es ist mir egal, was alle sagen, es sollte nicht so viele Sandstürme geben. Was in aller Welt geht, nur in der Wüste vom Suhala vor. Nein, na, bla, bla, bla. Ich will mit dir reden. Die Sandstürme haben uns hierher befördert. Es geschah alles so schnell. Welche Sandstürme? Die Wüste ist in Sandstürme gehüllt. Es ist regelrecht erschreckend. Was für Sandstürme? Soldaten aus Tolby wurden von einem Sandsturm überrascht und beinahe ausgelöscht. Die Überlebenden sind in diesem Haus. Dann sollen sie mir mal erzählen, was passiert ist. Hallo? Die Verwundeten schlafen, also sprecht leise. Hallo? Ich bin erstaunt, dass die Soldaten, die sie ver...
Diese Verwundungen. Verwundungen? Was ist denn eine Verwundung? Überlebt haben. Sie müssen in sehr guter Verfassung gewesen sein. Ihr dem! Die Soldaten sollten zum Barbys Leuchtturm gehen! Ihr dem, was machst du hier? Barbie hat mir befohlen, mit Isaac zum Leuchtturm zu gehen. Ihr habt Cosma nach Laliverdo eskortiert, oder? Laliverdo, Cosma? Wir haben Schande über Tolby gebracht! Was ist mit Cosma geschehen? Wo ist sie? Tot! Sie wurde entzweigerissen von den Stürmen. Ich weiß es nicht. Als wir erwachten, lagen wir hier in diesen Betten. Wenn Cosma einfach zugeschlossen ist, dann was geschieht da mit dem Leuchtturm? Was mal Leuchtturm? Cosma war der einzige Grund, warum uns Laliverdo beim Bau half. Wir haben euch Cosma anvertraut, damit der Bau schneller vorangeht. War das ein Fehler? Iodem, ich weiß, dass Cosma nicht im Sandsturm war. Ist das wahr? Cosma wurde in unser Obhut gegeben, daher haben wir sie keiner Gefahr ausgesetzt. Ihr habt euch richtig verhalten. Aber wo ist Cosma jetzt? Wahrscheinlich am Rande des Sandsturms, der uns erwischt hat. Isaac, wir müssen in die Wüste gehen und nach Cosma suchen. Wenn ihr in die Wüste geht, hütet euch vor diesem Zyklonen. Zuerst konnten wir es nicht verhindern, vom Sandsturm erfasst zu werden. Nein, nein. Aber es gab andere, denen es gelang, durch den Sturm zu kommen. Wie und wer? Keine Ahnung, woher sie es hatten, aber sie haben die Zyklonen mit Hilfe von Wasser aufgehalten. Aha. Wasser? Man kann die Sandstürme mit Wasser aufhalten? Das ist wie in One Piece. Der Crocodile, Wasser, ne? Glaube, ich verstehe jetzt. Doch ruhe dich nun aus. Warte, Iodem. Es gibt noch mehr. But wait, there's more. Lass nicht das gleiche Schicksal erleiden, wie wir es getan haben. Die Sandstürme werden von Monstern verursacht. Kann das sein? Die anderen, sie haben die Bestien erschlagen, so sind sie weitergekommen. Wer, was sind sie? Oh, ich glaube, das sind die Heinis von ganz am Anfang vom Spiel. Los geht Wegs holen, aber auf dem Weg machen wir noch 20 andere Sachen. Ja, so ungefähr. Wundern sich über Sandstürme. Dabei ist lila Wasser noch wesentlich erschreckender. Keiner. Als die Sandstürme abebbten, sind sie weitergezogen, aber sie waren überall. Sie hatten seltsame Kräfte, wir mussten Fässer voller Wasser bringen. Aber der Transport hat uns so erschöpft. Und dann auch noch diese Bestien. Es reicht jetzt. Ruh dich aus. Sie sind gefährlich, diese anderen. Er schlagt die Bestien und nehmt die Spur auf. In der Wüste eine Spur aufnehmen bei Sandstürmen. Das funktioniert. Die Sandabdrücke sind noch da. Oder hat die Fußspuren. Definitiv. Danke für eure Hilfe. Ihr seid euren Pflichten ehrenvoll nachgekommen. Sind diese anderen jene, die ihr verfolgt habt? Probably. Diese Geschichte hat also bei dir den gleichen Eindruck erweckt wie bei mir. Wir müssen Cosma so schnell wie möglich finden. Dann werden wir die Suhala durchqueren und eure Gegner verfolgen. Okay. Ja, cool und so. Was ist hier? Hallo! Altes Ehepaar. Hi! Kommt den riesigen Zyklonen in der Mitte der Suhala nicht zu nahe. Sie werden von den Bewohnern Todesstürme genannt. Sie sind das reine Böse. Das Böse, das Böse. Todesstürme wie? Es gab ein Sprichwort über diese großen Zyklone. Wie war das doch gleich? Ach, ich kann mich nicht erinnern. Das Böse ist im Busch. Exakt. Hallo Kind. Diese Soldaten haben irgendwas über Monster gesagt. So, Kind, geh aus dem Weg jetzt. Husch. Die Leute aus Angada sind an dem Sandsturm schuld. Wenn ihr dieses Ding in Laliverdo nicht erbaut hättet, wären die Geister jetzt auch nicht erzürnt. Geist, wie komme ich denn hier raus? Warte.